Das Team of the Group Stage steht wahrscheinlich am Freitag an. Ich hau meine Prediction dazu raus, erkläre euch warum. Let's go. Das Video wird von OneFootball unterstützt. Link in der Videobeschreibung, check es ab. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch zum zweiten Video. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch versprochen. Wenn ihr heute Morgen komplett eskaliert und Jungs, ihr seid komplett eskaliert, hau ich direkt heute noch das zweite Video des Tages raus. Und zwar die Team of the Group Stage Prediction. Wo das Event wahrscheinlich, so wie es aussieht, am Freitag starten wird. Wir müssen halt gucken, ja, wann kommt denn der Ladebildschirm? Vielleicht kommt auch nur Icon Swaps. Vielleicht beginnt Team of the Group zu ersetzen. Erst nächste Woche. Man muss es schauen. Doch davor, als allererstes, wenn du das Video jetzt gerade einschaltest und es ist vor 20 Uhr, bin ich gerade live am Streamen. Denn pünktlich, wie das Video online geht, genauso pünktlich werde ich zum selben Zeitpunkt auf Streamen. Zum ersten Mal mein Comeback feiern auf Twitch. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wir werden über knapp 150 Packs ziehen auf der Road to Glory. Let's go. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach vorbeischauen würdet. Ganz viel Liebe da lasst. Dazu würde ich mich genauso freuen, wenn ihr Liebe da lasst auf dieses Video. Denn wenn ihr sowas feiert, habe ich gehört, kommt bald noch eine Icon-Swap-Prediction diese Woche. Also schallert hier die 3500 Daumen nach oben raus. Ich würde mich riesig freuen. Genauso wie ein kostenloses Abonnement. Zeigt Liebe in der Weihnachtszeit. Let's go. Und vielleicht schaffen wir es ja in irgendeiner Art und Weise noch, bis Ende des Jahres die 250.000 zu knacken. Das wäre halt absoluter Wahnsinn, ja. So, wir starten rein mit Spieler Nummer 1 und zwar gehen wir hier nach Rating. Also ihr werdet am Anfang nicht die Guten sehen, sondern dann erst später die Besseren. So habe ich mir das gedacht. Wir fangen erstmal an mit dem guten alten Sergi Oliveira. Der spielt bei Porto, ja, kriegt von mir ein Upgrade auf 83. Ich weiß nicht ganz, wie die Upgrades laufen, ob das ein ganz normales Inform-Upgrade ist. Ich habe Oliveira jetzt erstmal eine 83 gegeben. Und wieso ich ihn da reingepackt habe, ist für mich eigentlich relativ simpel. Und zwar, erstens, er ist zentraler Mittelfeldspieler. Als zentraler Mittelfeldspieler hast du vielleicht jetzt nicht so die Möglichkeit, viele Tore zu schießen. Aber Oliveira hat es geschafft, denn er hat nämlich insgesamt 3 Tore in 4 Spielen geschossen. Und deswegen ist er für mich definitiv ein Kandidat, hier im zentralen Mittelfeld richtig Gas zu geben und da auf jeden Fall mit dabei zu sein. Wir machen weiter mit Spieler Nummer 2 und zwar kommt der Direktfall vom FC Liverpool, kriegt eigentlich normales Inform-Upgrade auf 83, ich bin jetzt mal auf 84 gegangen, habe bei manchen Karten vielleicht von den Stats her ein Stück weit übertrieben, weil ich einfach denke, so sehen sie besser aus. Im Endeffekt kommt es ja eh drauf an, ja, ob sie reinkommen oder eher nicht. Und Thiago Jota hat eine überragende Champions-League-Saison bis jetzt gespielt. Wir haben insgesamt eine Bewertung von 7,53. Plus, wir haben insgesamt, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat 4 Tore gemacht in 4 Spielen. Das ist sensationell. Thiago Jota gehört für mich definitiv hier rein. Ich will auch nicht zu viel auf jeden einzelnen Spieler eingehen. Ich möchte euch nur sagen, wieso, weshalb, warum ich ihn einfach reingepackt habe. Und damit das Video einfach nicht zu lang wird. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Den dritten Spieler, den wir haben, der kommt auch wieder aus der Champions League und zwar ist das der Mondi, ja, der Torhüter vom Chelsea, ja, der richtig, richtig gut gespielt hat, denn der hat im Durchschnitt 3 Paraden gemacht, die gut waren. Das ist wirklich ein guter Satz oder beziehungsweise ein guter Wert, denn wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit Burke hier, der hat zum Beispiel nur 1,3 Paraden pro Spiel. Also ich weiß nicht, wie das Ganze da genau bei dieser Seite, wo ich jetzt nutze, ja, wie das Ganze gewertet wurde. Plus Chelsea, 4 Spiele, 3 Tore zu 0 und deswegen ist es für mich einer mit der besten Torhüter hier in der Champions League Saison bis jetzt gewesen und deswegen sehe ich ihn auch mit im Team of the Group Stage. Wir kommen zum Platz 13 der top bewertetsten Spieler in der Champions League Saison bis jetzt und zwar ist das der Player von Borussia Mönchengladbach, der einen Rating hat und durchschnittlich von 7,83. Zusätzlich hat Player auch noch 3 Tore geschossen. Gladbach spielt eine super Champions League Saison und ich gehe auch davon aus, dass wir hier Player sehen werden. Ich habe ihm mal ein 85er Rating gegeben. Vielleicht sehen wir hier auch noch ein besseres Tempo. Das könnte natürlich sehr gut möglich sein, aber ich glaube, Player hat sich definitiv verdient. Und an die Gladbacher Fans, ich denke, ihr freut euch auf diese Karte. Der beste Innenverteidiger von der Bewertung her, der muss natürlich auch in meine Prediction mit rein. Und zwar ist das der gute alte Francesco Acerbi. Die Karte schlechthin für SBC-Futter mit einem 83er Rating. Hier habe ich es mal gesagt, komm, kriegt er mal ein 86er Rating. Von Defensiv- und Physis-Stats sieht er richtig gut aus. Tempo, ja, ist definitiv gewöhnungsbedürftig. Könnte definitiv auch ein Stück weit besser sein. Gar keine Frage. Und wenn wir mal gucken, was hat denn der gute Acerbi gemacht? Ich glaube, der hatte nämlich sogar
zwei Torvorlagen, was als Innenverteidiger natürlich auch überhaupt nicht so möglich ist. Also, na gut, er hat eine Torvorlage. Das ist immerhin was. Dazu kommt halt einfach sensationell die Bewertung, die er damit hatte. Er ist wirklich der bestbewertete Innenverteidiger und deswegen auch ein Muss für mich in Team of the Group Stage. Der erste Linksverteidiger steht an und zwar kommt der vom FC Sevilla und zwar ist das der gute Acuña. Auch er SBC-Futter schlechthin. Auch er bekommt von mir ein Upgrade auf 86. Wenn es normales Inform-Upgrade wird, wird es natürlich ein 85er-Upgrade werden. Wir haben eine 7,70er Bewertung, was definitiv der beste Außenverteidiger ist bis jetzt, den wir so gesehen haben. Plus wir haben insgesamt, ja, ganz entspannt einen Assist, den wir als Außenverteidiger noch verbuchen. Deswegen sonst so, die Linksverteidiger waren nicht so stark in der Champions League und ein Linksverteidiger musste rein. Ich habe mich für Acuña entschieden. Ich hoffe, ihr geht mit. Der beste Rechtsverteidiger, den wir haben dieses Jahr, ist definitiv in der Champions League gewesen, Cuadrado. Er hat als Rechtsverteidiger 4 Torvorlagen gemacht, was sensationell gut ist. Aber trotz alledem hat er nur in Anführungszeichen eine 7,5er Bewertung. Ist auf Platz 35 bei SofaScore. Trotz alledem mit 4 Torvorlagen muss er kommen. Vielleicht kriegt er einen Position Change, weil wir haben ja auch noch eine Rulebreaker-Karte. Aber Cuadrado gehört definitiv für mich dort mit rein. Ein weiterer Spieler, der mit rein muss, ist definitiv Ferran Torres. Er hat einen OTW, er wird einen OTW-Upgrade bekommen. Ferran Torres, 3 Tore hat er insgesamt gemacht in 4 Spielen. Das ist richtig, richtig stark und definitiv, mein Hut ziehen wert. Ja. Es kann natürlich auch sein, EA entscheidet sich vielleicht auch für Sterling. Ich habe mich jetzt erstmal für Torres entschieden, weil einfach OTWs gerne öfters mal bevorzugt werden, um Upgrades zu bekommen, weil Sterling hat auch 1 Tor und 3 Assists. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich gehe mit Torres statt Sterling. Schreibt gerne eure Meinung natürlich unten in die Kommentare. Nicht wundern, Morata, der spielt nicht bei Atletico. Ich weiß nicht, ich habe anscheinend es irgendwie nicht hingebekommen, den bei Juventus Turin mit reinzuhauen. Aber wir wollen uns trotzdem eine Karte angucken von Morata. Der hat 5 Tore gemacht, ist mit unter den Top 3 Torjägern überhaupt. Morata hat eine sensationelle Champions League Saison gespielt. Platz 7 mit einem 7,98er Rating. Morata, denkt dran, Juventus Turin bzw. Piemonte Calcio Wappen ist mit am Start. Upgrade auf 86 habe ich ihm mal gegeben. Ich bin sehr gespannt, wie seine Karte wird. Aber Morata sehe ich definitiv mit dem Team of the Group Stage. Eine weitere Karte, wo ich sehr unsicher bin, aber er einfach nur komplett abgerissen hat, ist der gute alte Marcus Rashford. Der hat einen Road to the Final Karte. Das steht ja schon mal fest. Und er hat schon einen Inform und ich muss ihn leider einfach reinnehmen, weil Rashford einfach eine geisteskranke Saison gespielt hat in der Champions League. Wir haben erstens ein 7,6er Rating plus, und das darf man nicht vergessen, er hat richtig gut Manchester United gecarried, denn er hat auch 5 Tore gemacht und einen Assist. Der muss rein. Martial wäre eine andere Möglichkeit. 2 Tore, 2 Assists. Ich habe mich aber jetzt hier für Rashford entschieden. Genauso Bruno Fernandes mit 3 Toren, 1 Assist. Also bei Manchester United gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Es wird Zeit für unseren Timo Werner, den ich hier mit reingepackt habe. Auch er OTW-Upgrade auf 87. 3 Tore, 3 Assists kann er verbuchen in seiner ersten Champions-League-Saison bei dem guten alten FC Chelsea. Und er hat einfach richtig, richtig gut gespielt. Darüber brauchen wir nicht reden. Deswegen auch absolut für mich meiner Meinung nach verdient, dass wir hier ihn mit 10 werden. Ja, Werner ist mit dabei. Let's go. Platz Nummer 6 von der Bewertung her ist natürlich der Dortmunder. Und der darf nicht fehlen. Braut Erling Haaland. Ja, Erling Braut Haaland. Wie auch immer. 8,07er Bewertung. Aktueller Torschützenkönig in der Champions League. Denn der gute Mann hat als einziger 6 Tore geschossen. Für mich persönlich gibt es keinen Weg dran vorbei, dass wir ihn hier 10 werden. Und deswegen, Haaland ist Pflicht. Haaland ist Pflicht und ich habe richtig Bock, ihn auf dem Ersteindruck zu testen. Weil den 86er, den habe ich schon gefeiert. Den 87er wollte ich nicht. Jetzt machen wir den 88er halt. Ihr seht schon, wir kommen langsam, aber sicher wirklich zu den ganz, ganz großen und dicken Fischen. Ja, Ciro Immobile, der Ex-Dortmunder, ist unser nächster Kandidat. 3 Tore, 2 Assists. Assists, oh, das ist echt ein schwieriges Wort, steht hier mit da. Wir haben Platz 4 von der besten Bewertung her. Und zwar ist das eine 8,45er Bewertung. Das ist sensationell. Ich habe Bock auf die Karte. Ich glaube, da lässt sich gar nicht mal so übel spielen. 88er Rating, kriegt halt nur plus 1. Muss man halt schauen, ob den so viele Leute spielen. Aber ich denke, verdient hat er sich's auf alle Fälle. Wir machen weiter mit der Verteidigung. Trent Alexander-Arnold ist mit am Start. Für mich einer der mit stärksten Außenverteidiger der Welt.
Das denke ich mal, sehen viele so. Wir haben Trent Alexander-Arnold mit 2 Assists auf der Außenverteidigerposition, 2 weniger als Cuadrado, aber er hat ein besseres Rating als Cuadrado und deswegen, er ist der bestbewertete Rechtsverteidiger. Und ich sehe ihn definitiv mit hier im Team of the Group State. Wenn sie wirklich sagen, sie wollen nur einen Außenverteidiger, rechter Verteidiger nehmen, dann sehe ich aber Cuadrado definitiv vorne. Einfach weil die 4 Assists meiner Meinung nach überwiegen. Wir gehen wieder nach Deutschland zum FC Bayern München. Joshua Kimmich, Platz Nummer 3 der bestbewertetsten Spieler in der Champions League. 8,47er Rating. Kimmich hat abgeliefert und zwar richtig. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Überragende Karte, macht richtig Bock. Ich würde mich riesig freuen, wenn Kimmich ein Tor übrigens und 3 Assists oder Vorlagen. Ich sag jetzt Vorlagen, ne? Das klingt besser. Ich sehe ihn definitiv drinne. Des Weiteren, wer übrigens noch bei Bayern sehr gut oder hoch im Kurs stehen könnte, wäre Kingsley Coman. Denn er hat 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Also muss man schauen. Ich denke, sie gehen eher mit Kimmich. Ich denke, sie werden auch nicht Sterling bringen. Man muss schauen. Es gibt sehr, sehr viele Kandidaten, gerade in der Offensive. Aber Kimmich ist hier für mich ein Muss, weil gerade als ZM so eine Leistung zu liefern, ist richtig gut. Ja, jetzt habe ich Neuer hier auch erstmal ganz entspannt nicht das Deutschland, die Deutschlandfahne gegeben. Darüber reden wir jetzt nicht weiter. Unser nächster Spieler kommt wieder vom FC Bayern München. Manuel Neuer ist mit am Start. Und Manuel Neuer war der bestbewertete Keeper, ja, in der Champions-League-Saison. Deswegen definitiv auch hier in der Prediction drin ist. 7,9er Rating hat er mit am Start. Wenn wir mal gucken, Clean Sheets hat er ja nicht so viele. Er hat nur einmal zu 0 gespielt, das muss man wirklich sagen. Aber Saves per Game, und das ist richtig wichtig, hat er 6 Paraden. Im Vergleich zum Beispiel zu Marc-André Ter Stegen, der hat 4,5. Der Mondi, den ich vor uns hatte, hatte 3. Neuer 6 Paraden. Hatte schon in Form, kriegt jetzt eine Team of the Group Stage Karte. Ich bin sehr gespannt, Erik. Die große Frage ist, kommt Kevin De Bruyne? Denn er hat eine richtig gute Leistung auch gezeigt am Wochenende. Könnte auch ins Team of the Week kommen. Ich gehe davon aus, wenn wir nicht Kevin De Bruyne sehen am Mittwoch im Team of the Week, sehen wir ihn als Team of the Group Stage Karte. Genauso andersrum. Wenn er im Team of the Week ist, kriegt er keine Team of the Group Stage Karte. Und da ist Platz zum Beispiel für einen Coman, für einen Sterling wieder. Ja, aber man muss wirklich sagen, auch er hat wieder richtig gut gespielt. Und ich glaube, mittlerweile einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Vielleicht nicht sogar der beste Mittelfeldspieler. 4 Vorlagen hat er mitgegeben. Plus, wenn wir mal gucken, von der Bewertung her, dann sehen wir Kevin De Bruyne auf Platz 5 mit einem 8,4er Rating. Also Kevin De Bruyne hat sehr gute Karten. Den letzten Spieler, den ich für euch habe, ich habe ihn als Inform schon getestet. Letztes Jahr war er schon als Team of the Group Stage da. Und zwar ist das Lionel Messi. Platz 2, Bewertung 8,73. Bei Lionel Messi, ja, Platz 2. Platz 1 ist übrigens Brave Raid, der hat glaube ich nur 20 Minuten pro Spiel gespielt, hat aber eine 9-0er Wertung, den werde ich denke ich mal definitiv ausklammern. Deswegen bestbewertetster Spieler in der Champions League ist Lionel Messi und da gucken wir mal rein, 3 Tore, 4 Vorlagen, die meisten Punkte, was das angeht und deswegen ist es definitiv ein Muss, dass hier Lionel Messi reinkommt und EA braucht natürlich definitiv eine Cash-Cow und deswegen sehe ich Messi hier definitiv drin und wenn wir mal alle Spieler durchgehen, da haben wir hier ein richtig, richtig gutes Team of the Group Stage, was natürlich auch noch durch hinzufügen, zum Beispiel von Sterling, durch hinzufügen, meinetwegen auch von Coman noch verbessert werden kann, wenn andere niedrig geratete Spieler rausgenommen werden. Doch die große Frage, die ich mir stelle, wer könnte kommen in der Europa League? Wer hat am meisten abgerissen? Schreibt das unbedingt mal in die Kommentare, lasst Liebe da und schaut jetzt unbedingt beim Livestream vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung und vielleicht und hoffentlich habt ihr da noch keinen richtigen Kracher verpasst. Ich bin raus, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.